euch jetzt gleich mal anschauen. Vor langer Zeit lebte in der Hauptstadt Alexandrien in Ägypten die kluge Königstochter Katharina. Sie hatte von Jesus gehört, ließ sich taufen und gehörte zu den Christen. Oft trafen sich die Menschen, die an Jesus glaubten, in ihrem Haus. Sie beteten miteinander, brachten Speisen mit und aßen gemeinsam. Eines Tages kam der große Herrscher der Römer, Kaiser Maxentius, in die Stadt. Er wollte alles besitzen. Die Leute mussten zu ihm kommen, ihm Geschenke bringen und ihn als Gott anbeten. Katharina aber ging nicht in den Palast. Da ließ er sie holen. Mit einem jungen Mädchen namens Ruth ging sie vor den Kaiser. »Du bist Christin?« fragte er sie, und sie bejahte dies. »Erzähl mir von deinem Gott!« forderte er sie auf. Da erzählte er sie dem großen Kaiser Maxentius alle Geschichten, die sie von Jesus wusste. Erhaben hörte er zu. Als Katharina jedoch erzählte, dass Jesus am Kreuz gestorben und in ein Grab gelegt und am dritten Tag wieder auferstanden sei, schüttelt er seinen Kopf. »Nie und nimmer kann das wahr sein, dass jemand stirbt und dann wiederkommt. Ich kann nicht glauben, dass dieser Jesus auferstanden ist. Du bist doch eine kluge Frau, Katharina. Wie kannst du so etwas sagen?« »Wir haben ihn gesehen. Er hat den Tod besiegt. Noch bevor er von uns ging, hat er uns die große Aufgabe gegeben, dass wir allen Menschen von ihm erzählen.« »Geh weg von mir«, befahl der Kaiser. »Ich kann dir erst glauben, wenn du aus einem Stein Leben erwecken kannst.« Traurig ging Katharina heim. Ruth, das junge Mädchen, ging mit ihr. Sie sagte, »Komm, sei wieder fröhlich, Katharina. Auch wenn wir die Aufgabe des Kaisers nicht lösen können, er hat uns in Ruhe gehen lassen.« Zu Hause angekommen, dachten alle Freunde mit Katharina über diese schwere Aufgabe nach. Keiner wusste eine Lösung. Katharina überlegte Tag und Nacht, wie sie die Frage des Kaisers lösen könnte. »Aus einem harten Stein etwas Lebendiges hervorbringen«, murmelte sie immer wieder. »Hättet ihr eine Idee?« Es war inzwischen Frühling geworden. Die Sonne schien, Blumen blühten. Eines Tages kam Ruth angerannt, um Katharina etwas zu zeigen. »Komm mit mir zum Schilf, Katharina. Dort unten am Wasser muss ich dir etwas Schönes zeigen.« Beide machten sich auf den Weg. Ruth hatte mitten im Schilf ein Nest entdeckt. Eine Ente hatte 7 braune Eier hineingelegt. Eines war zerbrochen. Ein kleines Entlein war herausgekrochen. »Neues Leben«, sagte Ruth. Katharina staunte. Sie wurde ganz aufgeregt. »Das ist es«, flüsterte sie. Sie bat Ruth, ihr zu helfen. Vorsichtig nahm sie das Nest mit den Eiern aus dem Schilf. »Was tust du da, Katharina?«, fragte Ruth. Katharina nahm vorsichtig das Nest in die Hand. Sie spürte, dass es darin pochte. »Sie muss rasch zum Kaiser«, sagte sie. Sie legte vorsichtig ihre Hände ans Nest und sie machten sich auf den Weg. Der Kaiser Maxentius schaute sie verwundert an. »Hoher Kaiser, vor deinen Augen soll sich das Wunder ereignen, das du von mir verlangt hast«, sagte Katharina und zeigte dem Kaiser das Nest mit den Eiern. Diesen Augenblick begann das Küken in dem Ei von innen zu pochen und zu picken. Ein Stück Schale flog sogar auf den Boden. Aufmerksam schaute der Kaiser zu, wie sich das Tier nach und nach befreite. »Neues Leben«, sagte Katharina. Lange schwieg der Kaiser. Es war zwar kein Stein gewesen, der ihm gezeigt wurde, das hatte er gleich bemerkt. Aber der mächtige Kaiser hatte jedoch begriffen, was vor seinen Augen geschehen war. »Aus dem scheinbar toten Ei kam neues Leben«, sagte er nachdenklich. Später setzte Katharina das Nest wieder zurück an seinen Platz. »Seit dieser Zeit ist das Ei zum Osterei geworden. Wenn wir uns Eier schenken, sagen wir damit, hier ist neues Leben. Jesus ist auferstanden. Freut euch!« Oh, was ist denn mit Bertha los? Sollen wir sie mal fragen? Bertha, was ist denn los? 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 Bertha
Liebe sein. Jetzt ist sie aber fürchterlich aufgeregt. Bertha, alles gut? Ja, wir dürfen ja mal gucken. Opa! Das Ganze geht gerade so. Oh, guck mal! Ach, wie süß! Da ist ja ein Küken geschlüpft. Das wollte uns die Bertha sagen. Nur Emil, guck mal, was für ein schönes, süßes kleine Küken. Guck mal, es hat noch ein bisschen Eierschale hier. Ach, wie süß! Das ist ja süß. Guck mal. Wie in der Geschichte. Neues Leben! Was für ein schönes Küken. Mann, Bertha, das ist ja ein tolles Küken. Guck mal, ist ausgeschlüpft aus der Eierschale. Als ich mir das so überlegt habe, was hat denn die Auferstehung mit diesen Eiern zu tun? Da habe ich gedacht, es ist ja eigentlich gerade so ein bisschen wie bei uns. Wir dürfen nicht raus, wir dürfen nicht in die Schule, noch nicht mal Oma und Opa darf man besuchen, mit Freunden soll man nicht spielen. Es ist so, wie wenn man ganz, ganz eng irgendwo im Gefängnis ist, sozusagen. Oder vielleicht wie so ein kleines Küken in der Eierschale. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen habt, wenn so ein Küken schlüpft. Bei unseren Nachbarn durften wir mal zugucken, wie so ein Küken aus dem Ei schlüpft. Und ich sag euch, puh, das dauert stundenlang. Und ganz ehrlich, mir hat es zu lange gedauert. Ich bin ganz oft weggelaufen. Und es ist ganz mühsam für so ein kleines Küken. Das muss ich mit seinem Schnabel ein Loch in die Eierschale pieksen. Und pieks und pieks und pieks und pieks, bis es endlich schafft, die Eierschale wegzumachen und da rauszuschlüpfen. Und ich glaube, so war es auch für die Jünger. Die mussten ganz schön geduldig sein, als Jesus im Grab lag. Und dann mussten sie warten und keiner wusste, kommt da neues Leben hervor? Kommt Jesus wieder? Und plötzlich ist alles wieder gut. Plötzlich schlüpft ein Küken aus dem Ei. Plötzlich ist Jesus wieder auferstanden. Und wie gut, dass wir wissen, dass er jetzt immer bei uns ist. Denn er ist wieder da und immer bei uns, tief in unserem Herzen. Genau. Und jetzt bringen wir der Bertha vielleicht ihr Küken wieder zurück, dass sie sich an die Mama kuscheln kann. Und dann... Gut, da kommt das Baby wieder. Da setzen wir das ganz nah hier zu dir, aber auch ein bisschen krumm mit deinen Eiern. So. Und dann kann das hier ein bisschen zugucken, wie wir uns daran erinnern, dass Jesus in unserem Herzen ist. Genau, dazu haben wir auch ein cooles Lied. Ich liebe dich, Jesus, tief in meinem Herz. 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 Tief, tief, drin, drin, tief in meinem Herz. Tief, tief, drin, drin, tief in meinem Herz. So, wie ihr euch gewünscht habt, habt ihr im Kindergottesdienst ja besprochen, dass ihr findet, dass wir eigentlich immer ein Spiel spielen sollten, das zur Geschichte passt. Und so haben wir uns heute ausgedacht, wir könnten ja ein Eierspiel spielen. Jetzt können wir das nicht zusammenspielen, aber jeder von euch kann das bestimmt mit seiner Familie zu Hause spielen. Der Jaron erklärt euch das jetzt. Ich erkläre euch ein Spiel, das ihr drin oder draußen mit euren Eltern spielen könnt. Jeder nimmt ein Ei. Ich habe gerade ein braunes und ein gelbes. Ihr könnt natürlich auch andere Farben nehmen. Dann rollt ihr auf eine Rampe die zwei Eier nacheinander runter und welches Ei dann am weitesten gerollt ist, hat gewonnen. Heute hat das gewonnen und das gelbe Ei ist zwar nicht wirklich von der Rampe gekommen, deswegen ist es auch hat das gelbe auch Ei noch nicht gewonnen. Aber ihr müsst natürlich darauf achten, dass es richtig über die Rampe runterrollt. So, ich hoffe, ihr probiert das Spiel heute aus. Und wenn, dann schickt ihr uns bestimmt ein tolles Foto. Das würde uns super freuen von dem Spiel und von dem Gewinner natürlich. Und vielleicht könnt ihr euch ja sogar noch einen Eierparcours ausdenken, dass das Ei noch ein bisschen weiterrollt oder so. Wir sind gespannt, was euch einfällt und vor allem, wer gewonnen hat. Und wenn dann die Eier am Ende leider ganz kaputt sind, dann müsst ihr sie natürlich aufessen. Und jetzt soll es aber natürlich eine richtige Osterparty geben.
Und dafür lassen wir es so richtig knallen und es gibt zum Abschluss noch ein richtiges, cooles Osterlied. Wir lassen es knallen und feiern, dass es dich gibt. Wir lassen es knallen und feiern, du hast uns so lieb. Wir singen zu dir, du bist unser Gott. Alle Daumen gehen hoch, du bist top. Wir lassen es knallen und feiern, dass es dich gibt. Wir lassen es knallen und feiern. Alle Daumen gehen hoch, du bist top. Ein Hoch auf dich, du hast es dir verdient. Und jeder, der dich kennt, der weiß, das stimmt. Wir feiern, dass du lebst, darum sind wir hier. Die wunderschönsten Dinge kommen alle von dir. Wir lassen es knallen und feiern, dass es dich gibt. Wir lassen es knallen und feiern, du hast uns so lieb. Wir singen zu dir, du bist unser Gott. Alle Daumen gehen hoch, du bist top. Ein Hoch auf dich, du hast es dir verdient. Und jeder, der dich kennt, der weiß, was stimmt. Wir feiern, dass du lebst, darum sind wir hier. Die wunderschönsten Dinge kommen. Wir lassen es knallen. Aber mal ganz schnell noch tschüss. Tschüss und wir wünschen euch eine super schöne Osterparty und genau. Hoffentlich bis bald im Kindergottesdienst. Ja. Ciao. Tschüss.